Was geht, beautiful party people? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem ersten Lords of the Fallen Video. Und zwar geht es darum, es gibt ziemlich early im Game eine Händlerin / Pyromantin, die man sehr leicht verpassen kann. Und die wollte ich euch mal zeigen. Ist auch eine relativ lange Questline, die ich mitbekommen habe. Und ich wäre total an der vorbeigelaufen. Also ich habe das komplett vergessen, weil es gibt in Lords of the Fallen halt echt viele, viele Wege, die man laufen kann. Und ja, da dachte ich mir, ich werde wahrscheinlich nicht der einzige Heini sein, der da einfach stumm vorbeigelaufen ist, und dann haust du mal ein Video raus. Und wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like sehr freuen. Und nun ab mit dem Video. So, und zwar geht's nach Pieta, beziehungsweise nach dem Hub, bei dem ersten Checkpoint weiter. Das sind die Überreste von Chabui. Und da laufen wir hier einfach die Treppe straight runter, laufen direkt rechts durch und lassen uns hier droppen. Hier, der Weg ist ein bisschen assi gemacht, weil hinter diesen Fässern und so warten gerne mal so kleine Schweinchen, die uns runterschubsen wollen. Die kann man auch einfach schubsen. Wir schubsen auch, wenn ich hier nicht an der Luft hängen bleiben würde. So, machen wir uns den Weg ein bisschen frei. Und dann kommt hier die Sprungpassage, die ein bisschen assi sein kann. Aber funktioniert eigentlich ganz gut. Also das Gefährlichste hier an der Quest von der Gefängniswärterin ist eigentlich hier die Sprungpassage. Ich lasse jetzt hier übrigens alles links liegen. Ich brauche den Loot nicht. Auf jeden Fall das Gefährlichste sind eigentlich die Assis, die uns runterschubsen. Und zwar war das der eine da hinten. Und der nächste Assi, der mich sehr oft hier runtergeschubst hat, war der hier. Deswegen schubse ich ihn jetzt. So, und dann kommen wir hier gleich zu einem Aufzug. Hier würde ich tatsächlich alle Gegner killen, damit die uns einfach ein bisschen in Ruhe lassen. Während wir auf den Aufzug warten. Ach, der ist sogar schon da. Okay, ihr müsst ihn nicht killen, ihr könnt einfach in den Aufzug rennen. Hier hinten liegt noch ein Item, wer das haben will. Ich würde euch eher empfehlen, lootet's da, macht das Gebiet sauber, den Weg, und falls ihr das erste Mal durchrennt, dann habt ihr alles, dann müsst ihr den Weg nicht zweimal machen. Fahren wir hier mit dem Aufzug ganz nach oben. Aha, als ob es Zwischenetagen gäbe. Und hier oben angekommen liegt, ich weiß gar nicht, was das für ein, ach so, das ist eine Farbe für eure Rüstungssets. Laufen hier den Weg straight up, also das ist eigentlich auch ziemlich easy und die Quest geht ganz schnell. Zumindest bis zum ersten Questpunkt. Ich mache es hier immer so, ich aktiviere mir die Lampe. Lauf, bis ich über der nächsten Plattform bin. Und hier lasse ich mich dann einfach droppen, wenn ich die Lampe wieder ausmache. Hier können sie direkt ins Totenreich gehen, weil wir gleich da eh rein müssen. Dann geht's hier rüber, dann ziehen wir uns den Seelenkerl hier rüber. Beziehungsweise lassen ihn uns die Brücke rüberziehen. Ja. Und uns hier auch von Gegnern nerven. Nicht sterben, Jay. Und laufen hier auf die Brücke. Und uns das Item. Hier müsst ihr aufpassen. Hier gibt es zwei Reaper, die uns ziemlich auf den Keks gehen wollen. Deswegen laufe ich immer mal kurz hier zurück, um mich erstens mal zu heilen. Und um da jetzt mal vorbeizukommen. Und dann, was ich euch vorschlagen würde, ist sofort hier an die Statue zu gehen und zurück ins Reich der Lebenden zu kommen. Hier oben könnt ihr euch dann, den habt ihr wahrscheinlich schon, den Shortcut freischalten, der zurück in die Hub führt. Hier liegt dann auch ein Schild und ich glaube ein Schwert. Nee, Schwert lag hier nicht. Und dann geht es wieder runter. Dann müssen wir einfach uns hier wieder zurück droppen lassen. Wir haben jetzt nämlich den Himmelsschlüssel geholt auf der Brücke. Sorry, das habe ich vergessen zu sagen. Und jetzt können wir hier in die wunderschöne Krypta rein. Das sieht doch ziemlich geil aus, muss ich mal kurz hier nebenbei bemerken. Hier angekommen, ich zeige es euch gleich mal, ist hier hinten Items. Wir sehen, eine Kiste ist hier noch. Wo es eine Rüstung gibt. Und ein paar zusätzliche Kraftköpfe. Hier ist, glaube ich, auch noch irgendwie was. Das könnt ihr dann selber erkunden. Ich zeige euch, wir müssen jetzt hier ein Rätsel lösen. Für die nette Dame, die oben im Knast sitzt. Ich nenne sie liebevoll Walter.
Und zwar das erste Wurzelding. Wir müssen nämlich da oben an dieses Auge dann. Ja, seht ihr es? Und das wird natürlich wieder von Wurzeln verschlossen. Und das erste Ding ist hier unten, was ich immer hole. Eigentlich könnte man es in einer anderen Reihenfolge machen. Da müsste man nicht über die Brücke zurücklaufen. Dann zieht man sich mal kurz hier rüber. Leider hoch. Dann hier vorne. Das hier würde ich tatsächlich an eurer Stelle als erstes holen. Dann müsst ihr nicht wieder zurücklaufen. Das ist der zweite Seelen-Johnny, nenne ich ihn mal. Dann geht es hier die Leiter hoch. Und wir holen uns oben den dritten Seelen-Johnny. Ich finde Seelen-Johnny gut, das behalte ich jetzt bei. Ja, und das war das Rätsel. Und hier drin liegt das Item, was wir brauchen, um die Quest zu triggern, dass wir Walter aus dem Gefängnis, aus dem Frauenknast rausbekommen. Und zwar hat der gute Mann hier das Versengende, die Versengende, Entschuldigung. Und das war es eigentlich soweit erstmal. Müssen wir nur noch die Treppe hier hoch und oben sitzt auch die nette junge Dame, mit der wir interagieren wollen. Weil die Quest kann man echt wirklich mega leicht verpassen. Ich bin komplett an der vorbeigelaufen, ich war hier nicht mal drin. Und habe schon 20 Stunden im Spiel gehabt auf meinem Main-Charakter. Also hier sagt sie uns noch nichts, sie rummelt nur ein bisschen. Hier drüben habt ihr eine Erinnerung, die könnt ihr mitnehmen, da gibt es Umbrallreste. Ganz wichtig für Bosswaffen. Und da haben wir mal wieder so einen typischen Lords of the Fallen Dark Souls Aha-Moment. Wir sind einfach wieder im Hub. Wir müssen jetzt einmal rasten, um da zu triggern, dass wir ihr das Item geben können, was wir gerade eingesammelt haben. Nun müssen wir wieder zurück zu der guten, netten Walter. Die braucht ihre Lieferung kippen für den Knast. Ne? Ein bisschen Knastwährung abgeben und so. Und ich laufe falsch. Das sollte euch nicht passieren. Aber ich bin ja dafür da, um es euch falsch vorzumachen, damit ihr es dann richtig machen könnt. Jetzt können wir sie anschuldigen, beziehungsweise ihr die Anschuldigung übergeben. Jetzt müssen wir noch einmal rasten. Ich mache euch kurz einen Cut rein. Wir sehen uns gleich wieder. Wer rastet, der rostet, aber nicht in diesem Fall. Jetzt müssen wir noch einmal da zurücklaufen. Müssen nicht unbedingt. Aber ich will es euch einfach mal zeigen. Ihr wollt das Item vielleicht auch haben. Denn wir kriegen jetzt, ist die Madame nicht mehr in ihrer Zelle. Und wir kriegen ihren coolen Helm. Dann können wir auch so reden wie sie. Und das Verwunderliche jetzt ist, oder wo viele die Quest wahrscheinlich verpassen werden, oder zumindest ich habe es verpasst. Man denkt, okay, sie ist jetzt nicht hier in der Hubwelt drin. Wo ist sie? Ja, und ja, die Entwickler haben das mal ganz fies gemacht. Unsere gute liebe Feuerwalter hat sich einfach mal vor die Arena von Pieter gestellt. Und da hinten steht sie schon am Eingang vom Bossraum. Also das ist echt fies gemacht und wirklich easy verpassbar. Beziehungsweise man kommt im Mid-Game, würde ich sagen, kommt man hier nochmal vorbei oder Endgame. Aber es ist schon ein bisschen fies, würde ich sagen. Ich skippe mal hier ihre ganzen Dialoge. So, und jetzt können wir bei ihr Pyromantie-Sachen kaufen, beziehungsweise Inferno-Sachen. Dann kriegen wir hier einmal einen Stab des Feuerkultisten. Das ist eine Stangenwaffe. Stimmt, ganz cool. Hier einmal ein Katalyst für Inferno-Zauber und man kriegt noch von ihr Zauber, beziehungsweise auch 5 verkohlte Finger, ganz cool. Eine Rüstung und später, die Quest ist, wie gesagt, ziemlich langwierig, sag ich mal. Also ich glaube, sie geht ziemlich lange, weil später im Spielverlauf, das hatte ich jetzt auch meinen Main-Charakter schon, deswegen weiß ich das, kriegt man so ein rotes Auge und das kann man bei ihr dann abgeben. Dann kriegt man noch ein paar Zauber und so dazu. Also so ähnlich wie bei der Schmiedin. Und ja, nun steht die gute Dame hier und wartet auf uns, dass wir unsere hart verdiente Kraft bei ihr lassen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Beziehungsweise ihr habt sie auch ohne mich gefunden. Nein, sonst wärt ihr nämlich nicht hier in dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss, macht's gut.